Hallo, herzlich willkommen hier zu unserem ersten Retard. Ist okay bei dir? Siehst du den Kerl da? Dieses Grab wurde extra für uns ausgehoben, ne? Ja. Eikut, wir drehen gleich. Komm mal so. Könnt ihr euch jetzt alle ein bisschen beruhigen, oder? Und dann geht's los mit dem Sand. Und dann kommen die Angehörigen weiter. Ah ja. So, wir sind jetzt auf dem Weg und holen unsere Gäste. Weitermachen. Okay. Und Action.
und hier sind ein paar kleine 1,5 x 1,5 Geräte für Lampen zum Abbrechen. Ich will doch hier einen Sandsack und hier einen Sandsack und die Plane hier. Ja. Nee, mach! Lass so! Man sieht das nicht. Wenn das auf Platz erfasst, dann könnt ihr das gerne machen. Der Motor. Da ist voll auf. Das kann man jetzt aufs Auto legen, wie folgt. Natürlich vorsichtig. Zack. Jetzt hat man unten, wenn man so reinschaut, so einen leichten Schein. Wenn man die Tür aufmacht, ist es etwas besser. So einen leichten Schein. Da sind wir schon mal zu zweit. Okay, Lars, die Scherbe bitte. Achtung, Kim, nicht, dass irgendwas auf dich kommt. Tut mir leid, Basti, ich muss das alles aufnehmen. Soll ich dir helfen, Basti? Nee, Mann, das ist alles scheiße. Ja, alles scheiße. Ich bin so nass, Leute. Ich bin komplett bis hier drin innen. Ja, du bist auch schon weg. Also, was ist jetzt der Plan? Scheiße oder? Ja, scheiße. Wieder, ja? Meine Güte. Schnee regnet gerade übel. Wir mussten nochmal umbauen, weil die Plane, die wir als Regenschutz hatten, viel zu laut war bei dem Sturm, der dann eingesetzt hat. Und deswegen sind wir jetzt im Zeitverzug, alle klitschnass und jetzt fängt es an. Schau drauf. Sag mir, was da steht. Da steht, dass du damit zur Polizei gehen solltest. Irgendwas zu tun, ihn anzuzeigen? Den Chefarzt? Oder die Klinik? Oder vielleicht gleich das gesamte Krankensystem? Denk mal nach. Was hab ich? Das ist ein Kopf. Hast du die Endposition? Bleibt die so? Nee, wenn er nach vorne geht, meine ich. Nein, die guckt noch gerade.
Das heißt, die müssen hier. Nicht berühren. Ja. Und Action. Ich habe fast angefangen zu kotzen. Das war aber voll gut. Ich habe mit dem Finger am Ende im Haufen. Ja. 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 War richtig gut, oder? Das ist geil. Das ist geil. Okay, danke. Ey, du, ich hab was abbekommen, ne? Ja. Und aus. Aber ordentlich. Und aus. Ja, hier passt. Ja, hier passt daneben. Jetzt kommt die Kante, jetzt fällt er gleich. Ja, schon. Geil. Bremse hat den Punkt, ganz rein, ausmachen. Ja, ist steht, wackelt noch gut. Warum weißt du das so genau? Weil ich das auch gemacht habe. Thank you.
Okay. Okay, okay, okay. Bitte Ruhe. Gib mir ein Set. Set. Jannik, bist du Set? Ja, Set. Machen wir genau dasselbe in noch näher. Aber die Perspektive haben wir. Okay, dann, dann können wir eine Matratze drunter legen. Offiziell. 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 Offiziell.
Leute, unser 7. Drehtag. Der Film ist noch lange nicht gedreht und heute sind wir schon im Knast. Zeug in die Hand gedrückt, musst du selber machen. Ton läuft? 10, 920, 1, die erste. Klar. Set. Set. Und Action. Okay, danke. We'll be right back.
in der Spiegelung, wenn es einen Heiligenschein gibt? Ja. Stopp, 0,5 Adrenalin. Mehr. B390, 5D7. Klappt. Okay, Kamera läuft. Bereit machen. Und Action. Wir laufen durch. Ja.
Alles klar, und Schuss. So, so bleibt sie offen. Like I said. Okay, lass einfach machen, komm. Das heißt, ich sag gleich einfach Action und ihr wartet dann 4 Sekunden und fängt dann an. Ja. Nur um mal zu gucken, ob das mit dem Timing dann passt. Okay, und Action. Okay, der Blick war super. Und das Timing auch. Okay, bereit machen. Und Action! Okay, danke. Du guckst hier gar nicht rein. Du schießt einfach nur geradeaus, damit man etwas Abwechslung hat. Manche gucken, manche nicht, sonst gucken alle gleichzeitig. Okay. Okay. Ja. Alles klar, und bei dir genauso. Oder wenn die Schüsse vielleicht nicht. Gut, dann machen wir noch eine. Okay. Ja, passt so? Und Action! Heute in Minden und wollten einen Drohnenshot über die Glacis-Brücke machen. Und wie es aussieht, hat die Drohne technische Probleme, und zwar ist ein Bein zum Landen abgebrochen. Das heißt, die können nicht landen und nicht starten, weil ja, sonst landen die auf dem Boden mit der Kamera und das geht nicht. Und dann machen wir eine Aufnahme mit dem Copter und ja, sehen wir uns gleich. Thank you.
Das, ich weiß ganz genau, warum ich lache. Ich schraub schon mal den Kopf ab. Ja. Wenn du das kriegst. Ich krieg's locker fest, leider. Hier nicht. Das ist fies. Klack, klack, klack. Ja. Wie meinst du das mit der Nase? Rot oder was? Ja, einfach dunkel. Genau auf der Nasenspitze. Schatten. So, hallo Leute, heute ist der 17. Drehtag. Heute drehen wir ein Verhör und ich zeige euch mal das Set. Hier findet heute das Verhör statt. So, Ellie, die wird heute verhört. Nein, du siehst nicht, Ellie. Das ist unser Officer Adler heute. Er verhört Ellie. Hallo, hallo. Da sind nackte Leute drin. Nackte? Ja. Deswegen müssen wir rein. Ich glaube, das geht gerade nicht. Hat jeder von uns einen Schuss vor? Auf der Ja, das darf da noch nicht bekannt sein, dass hier Vater ist. Aber das doch, ist da, das da ist da schon. Wo kann ich es nicht festhalten? Ich gebe mein Bestes. Du hältst das Ganze an der Schiffera fest. Du hältst das hoch hin. Take 1. Klapp. Uns fällt es ja auch nicht leicht. Aber du bist unsere einzige Zeugin. Und bitte Ruhe, wir sind kurz vorm Dreh. Sie haben ihn umgebracht, wissen Sie noch. War bestimmt nicht einfach. Ein Papierkram. Von dem, was Sie mit meinem Bruder getan haben. Mach ISO 800 und Blende 4. Jetzt.
alles, was in meiner Macht stand. Warum erzählen Sie mir denselben Mist? Halten Sie mich für so dämlich, wirklich? Sie haben gar nicht erst versucht, ihn zu... Achtung auf Anfang! Ich hab gerade geguckt. Jetzt noch mal nach Hause fahren. Okay, noch ein Probedurchlauf, dann haben wir es, glaube ich. Okay, und Action! Statisch oder was? Ja, erstmal die. Heute? Was? Was ist das? Ja. Einen langen Abend vor uns. Offenbar vielen Schüsse. Es gibt mehrere Verletzte. Bereits auf dem Weg in die Klinik. Ja. Drehschluss! Ah!
Danke fürs Mitmachen.